letzte Schwachsinn, den ich gesehen habe. Wieso? Ja, das ist doch völlig hirnrissig. Da ist das doch viel breiter, da kommt man noch viel besser raus als da. Moin! Was ist denn da passiert? Wo? Was fliegen denn da die Reifen und so? Hast du die letzte Folge vorher nicht gesehen? Nee, keine Zeit gehabt. Echt jetzt? Okay, der schwebt jetzt. Machen wir aber jetzt ein UFO. Wäre unbekanntes Flugobjekt. BFO. Bekanntes Flugobjekt. Mufu. Manta Flugobjekt. Das ist es. Das machen wir. Kriegt er gut. Was liegt heute an? Sauber. Kann ich auch mal schweißen? Geil. Wohin? Ey, das dann ist doch Wahnsinn, oder nicht? Was? Es regnet, es gießt aus Eimern. Ja. So, weißt du, was ich dann überlegt habe? Ich bin hier schön hergefahren, es regnet. So, der Manta, der muss dicht. Stell dir mal vor, Zabok, ich komme jetzt mit dem Manta in so ein Regen, wenn der läuft. Also der läuft ja nicht. Wir haben gerade beschlossen, der fährt nicht mehr. Wie? Das wird jetzt ein Marfu. Manta-Flugobjekt. Die Reifen sind ab, da kommt jetzt eine Düse unter und dann fliegen wir damit. Nee, da wird nichts. Ich habe beschlossen, der Manta muss dicht. Dichtmasse, das müssen wir tun, weil es muss schön dicht sein. Was meinst du mit dem Wasser? Von solches so viel Wasser, wie wir jetzt haben. Das ist ja Wahnsinn. Denkst du, der fährt im Regen? Meinst du, im Sommer regnet ich das? Nee, guck mal, was wir jetzt haben. Da will ich nächstes Jahr mit auf Tour nach Frankreich. Das ist mir doch nichts. Da wird nichts. Dann guck mal, dann gibt's doch wirklich. Der Kümmerer, der gibt auf. Ich glaube, das sind die ersten, die so ein bisschen schlapp machen. Nicht? Die sagen, oh Gott, das Projekt ist doch ziemlich lange und langwierig. Und der Kümmerer macht schlapp. Nicht? Ja, ich glaube, der will aufsteigen, weil er irgendwann die Damenmannschaft trainiert, weißt du? Wir haben übrigens Gasprobleme. Was ist Zabok? Nee, ehrlich jetzt. Zabok? Haben wir Probleme? Ja. Was für Probleme? Manometer ist kaputt. Ist mal moin. Moin. Wenn man einen Meter hat. Meinst du, dass das von dem Sturz kommen kann? Was? Aber da war es ja noch in Ordnung. Oh ja, wir haben ja gar nicht geschweißt. Oh Gott, da kann das von dem Sturz kommen. Dann weißt du ja, was du zu tun hast, was du zu besorgen hast. Ach du Scheiße. Das kannst du mal schön ausbaden. Jetzt wird auch nicht geraucht hier. Da haben wir eine Folge, wo nicht geschweißt wird und passiert sowas. Ach, das kann natürlich sein, dass er dann da um. Ist. Ja, da haben ja auch ein paar Leute in den Kommentaren, glaube ich, geschrieben mit dem. Das kann man, oh, da muss ich unter hinten in der Kette. Ja, jetzt haben wir auch den hinten drauf hier. Jetzt passt das auf einmal. Wieso hat das denn vorher nicht gepasst? Hier ist ein Schweißer, ich nicht. Vorher sagt er immer, das passt nicht. Wer hat das gesagt? Oh, da muss man einen Meter besorgen. Ja, dann können wir den Atom fahren. Du bist der Kümmerer. Wer das kaputt gemacht? Ja, ich bin der Arbeiter. Aber wo bist du denn der Arbeiter? Aber es beim Arbeiten passiert auch mal. Du hast in dem Moment nicht gearbeitet. Das Wheel habe ich gesehen. Dumb ways to die. Oh Mann! Ich brauche unbedingt die Versicherung. Gearbeitet habe ich. Ich habe da die hier. Ja. Ich habe da rumgezogen. Du musst mal Augen auf. Hast du eigentlich schon gesehen, was hier passiert? Guck mal den Wagen an. Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist Qualität. Ich bin stets informiert. Wait a minute! Was ist denn da passiert? Was fliegen denn da die Reifen und so? Hast du die letzte Folge vorher nicht gesehen? Nee. Was machst du heute? Ne? Das ist sowas von geil. Ich habe heute wieder Kinder gefahren, ne? Bei uns im Kindergarten. Sogar die Kinder sagen schon, das ist Qualität. Ja, das ist schon versaut. Die sagen, das ist Qualität. Und dann sagt unser Anleiter, ja, das ist die nächste Generation, die jetzt hochgezogen wird. Die sagen alle, das ist Qualität. Aber was ein Regen, ne? Wahnsinn, ey, da bist du ja Wahnsinn, was da runtergekommen ist, du. Ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland so ist. Können die Zuschauer mal eben in die Kommentare schreiben, ob das überall so geregnet hat. Also hier ist ja Mist. Na? Da können die ja mal ein Statement dazu geben, soll ich ein bisschen Eucerin? Brauch ein bisschen? Ja. Was ist das? Also das ist Handcreme, ne? Nee, die dachte ich, die war schon ein bisschen. Das ist zu spät, richtig gut. Ich habe mir heute auch einen Gasbrenner gekauft, das Unkraut wegmachen. Ne? Ja, war gut, ne? Das hätte ich auch sein lassen. Das ist zu fünf. Da war so ein Stück, was ich geschafft habe. Eine Stunde. Da war eine so eine Gasbrenne und so ein krummes Teil und dann stand ich da. So, ich hab. Junge, wir schicken mir. Ich habe ihm eine Anzeige. Schickt er mir ein VW Beetle 75 PS und fragt, wie viel er da rausholen kann. Nicht. Warum denn nicht? Vorüberflüssig, dann kaufen wir doch gleich 2 Liter Maschine. Das ist 75 PS. Und da kannst du vielleicht ein bisschen frisieren. Komm, ja, das meine ich ja. Kopf im Abbau, ein bisschen auch noch schleifen. Ja, das meine ich ja. Das geht nicht.
Dann müsste ich ja noch einen Motor reinbauen. Ja, hol dir mal von den Bieten mit viel Power. Die gibt es aber im Moment nicht. Gibt es die nicht? Dann ich hab überall geguckt, alle möglichen Plattformen habe ich durchgeguckt. Wie viel Geld will jetzt ein, muss das denn unbedingt jetzt ein Beetle sein? Nö. Nee. Wie viel PS soll er denn haben? Ein bisschen mehr. Ja, 120, 150, nee, hat zu wenig. Jetzt 200. Ja, schon. Ja, dann haben wir doch einen schönen. Ich hab mir SLK an. Ja, ist ja ein Kartel. Ja. Ich hab mir SLK angeguckt, da sagt der, ich sag jetzt nichts, der Meister sagt, was willst du mit dem Schrott, der rostet. Was wollen wir denn noch kaufen? Manta. Cabrio. Manta. Jungs, extra mein Use-Look heute angezogen. Was ist los? Was gucke ich in so traurige Gesichter, Zabok? Was steht heute an? Nicht schweißen. Nicht schweißen? Nicht schweißen. Die hat das Manometer kaputt gemacht. Da musst du mal filmen, wie mit einer Hand kippe die ganze Kamera unter raus sitzt und mit der anderen Kamera hält. Was hat die kaputt gemacht, als das Manometer um die Flasche umgefallen ist? Ja, da hat, wir lesen ja die Kommentare, ich auch. Da hat auch einer geschrieben, dass es saugefährlich, die Gasflasche da stehen zu lassen. Wenn die mal umkippt oder macht Knall, dann merkst du es im Flachs mehr noch. 5:30. Aus dem Fenster guckt, knallehell, es war muggelig warm, Vögel am Zwitschern. Dann hast du ja auch Bock. Wenn du so ein Wetter hast, hast du ja Bock. Stehst du auf, gehst raus, gute Laune, hast Bock. Du willst was erreichen. Bei so einem Wetter, scheiße. Einfach scheiße. Die schmecken geil. Du lässt die Finger davon. Oh, weil der Familie, du arbeitest nicht. Ich hab schon was getan. Du hast Zabok auch letztens in Krakauer weggefressen. Zurücklegen, Torben. Ich weiß, wo noch mehr liegt. Wo? Drüben. Was ist denn hier los? Wofür? Fürs Büro. Nein, mit dem Sofa. Was wollt ihr bauen? Der wollte das bringen, aber geht nicht bei Regen. Er wollte das bringen und die Schränke mitnehmen. Was wollt ihr da mit dem Büro? Mit Dachlatten noch nicht. Nee. Bretter, was wollt ihr damit? Ja, ich hab die ja nicht hingestellt. Sind wir hier im Warenhaus oder so? Ja. Ich merke das. Gut, Rudi. Ich merke das wohl. Was ist das denn hier? Über 3 Wochen hier ist hier euer Gebrauchtwarenbörse oder was? Daumen hier im Teile schlöpfen. Der Stoßdämpfer muss dann noch abgebaut werden? Ja, da muss man 2 Schlüssel geben. Was ist das, 10er? Nee, das ist mehr. Das ist 10er oder so. Ja, nicht so. Nee, du bist ein Spezialist. Du bist der größte Matterfahrer. Ich ja. Ja. Mit Zigarette in den Hals, wenn Lori das sieht, ist es direkt wieder lang. Ich doch keine Video jetzt. Was? Weißt du, was viel schöner wäre? Warum legen wir uns die Achse nicht hoch? Ja, hoch. Auf den Bergbank. Weißt du, dann muss ich hier nicht mit 2 Metern in den Knie sitzen. Ja, wollen wir die? Erstmal direkt mal drauf machen. Wo lagerst du die Schrauben, Zabok? Didi? Ja. Komm hin. Didi? Komm hin, wenn ich eine Schraube löse. Monumental. Didi? Jawohl, ich bin ja wackelig. Der ist am Quarzen wie ein Weltmeister. Ja, komm her. Boah. Hey. Das ist ja gewaltig. Weg hier vorbeigehen, ne? Wahnsinn! Was sammelst du die ganze Soße? Das ist wie bei Didi und mir mit dem Karton. Oh, können wir den noch gebrauchen? Ja, muss ich gucken, ob der läuft. Was meinst du davon? Das ist Qualität. 40 Jahre. Da sind bestimmt schon mal ein paar neue drin gekommen. Hier sieht das auch wieder aus. Du hast hier auch gar keine Ordnung gehalten. Kann das wohl? Ich hab noch gearbeitet. Das ist mein Essen, der einfach so drin hat. Jetzt haben wir auch drunter weggebaut. Ja, ich hab geholfen. Ja, aber du hättest doch auch im Lager noch jetzt nicht machen können. Ja, konnte ich ja nicht. No. Ich muss ja mal den Achsen bauen. Ich muss noch gucken, ob Zabok. Du hattest also in diesen letzten 4 Wochen, wo ich nicht hier war, willst du mir erzählen, dass du nicht einmal nur rumstandest und nichts getan hast? Ich habe immer was getan. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Ich muss Zabok noch ein bisschen auf den Finger gucken. Jetzt. So, jetzt geht's hier weiter. Wir sind doch bei der Achse bei. Ja, aber dieser Stoßdämpfer muss noch mal raus. Welcher Stoßdämpfer? Der hier sitzt. Oh, hier siehst du deine Mutter da. Und da musst du mit so einem kleinen Schlüssel gegenhalten. Ich glaube, das ist nicht so. Ich hab hier doch einen. Ja, den musst du auch oben gegenhalten. Ja, nee, das ist eine Nummer kleiner. 14er ist das. Ich sehe die Mutter nicht. Du musst von innen, irgendwie, du sitzt da auch drin. Du hältst deinen Arm davor, ich muss auch was sehen. Ja, da muss ich da rein. Ja, du bist ein Student. Das sag ich dir, da muss ich da rein. Wieso muss ich eigentlich drehen? Die Schraube ist doch oben, dann musst du doch drehen. Ja, einer muss die festhalten, dass der Kegel kommt dann noch mal hier. Wie musst du loskriegen, da war denn? Nee, die werden mich nicht loskriegen, feiern mit dem Fest. So, das war. Nee. Ich bin abgerutscht. Oh. Frankreich, die Normandie. Das ist Qualität.
Robin! Ja. 14er Schlüssel. Wo liegt der? Da musst du auch. Egal, da hat er vorne hingeschmissen. Der passt auch gar nicht auf der Torben. Yes. Nur bei TikTok unterwegs. Nee. Da doch nicht. Hier. Wo hast du ihn geworfen? Oh, jasses nicht. Nee. Was ist mit Torben? Hast du heute einen Schlüpfer gebraucht oder was? Einen schmutzigen, dass du nicht mehr damit? Ich war gerade bei anderer Arbeit beschäftigt. Ich dachte, mit Schlüssel jetzt einfach so in die Hand zu geben. Danke, Torben. Bitte. Guck mal, ob der passt. Hier, die Jungs. Ja. Ja, so, warte. Wir müssen hier was wegflexen, damit er mit der Kamera da auch reinfilmen kann. Mach nochmal. Doch, hat sich bewegt. Das, was gekommen. Hey, ich muss erst drauf fliegen. Wenn du das sehen könntest, wie wir hier rumfriemeln, bist du bereit? Ja. Doch, der hat sich doch bewegt. Also hat morgen kein Ei gehabt. Ich halte dagegen, aber der geht ja nicht. Da müssen wir flexen. Komm mal her mit der Kamera, guck dir das mal an von innen. Hier sitzt der Stoßdämpfer, Schraube, also mit Gewinde durch. Der ist oben mit einer Mutter gesichert, aber den musst du hier gegenhalten, weil sonst dreht er mit. Den musst du gegenhalten. Siehst du, der nimmt das mit. Das kriegen wir jetzt nicht hin, weil er wahrscheinlich so vergammelt ist. Wir können natürlich jetzt auch in unserem Flammenwerfer wiederholen, dass wir das ein bisschen heiß machen, weil der dehnt sich das ja aus, weil da kann man ihn vielleicht doch lösen. Das wäre natürlich jetzt noch eine Idee, bevor wir die Flexer setzen, weil unser Flammenwerfer, wir haben da so einen ganz schönen, das hat richtige Qualität. Ja, lass das Ding anschmeißen. Ja, lass uns das machen. Wie das hat mir gerade Spaß macht, dass wir wieder Frieden bin. Wir haben jetzt wieder ein Projekt. Das habe ich ein bisschen vermisst, weil jetzt haben wir beide wieder ein Problem mit der blöden Schraube, mit dem Stoßdämpfer. Der blaue Flammenwerfer steht da schön am Tisch, da muss ein Feuer mit drin. So ist das schön, ey. Hier, hör wieder ab. Didi, hier liegen Spraydosen drin. Scheiße, in die Haus, gefährlich. Da brennt Didi drin rum. Lass die Kamera bitte an. Didi sagt, das geht. Und Zabok hat gesagt, wenn der Dämpfer richtig Feuer kriegt, dann macht das einmal psch und das war's. Also ich würde da hinfilmen. Was sagt Zabok denn? Das ist mein Pengmar. Didi. Wie lange willst du das denn heiß machen? Ah, richtig, wenn du mich heiß machen. Was kommt? Der ganze Gummi brennt, Didi. Ja, mach ja nicht. Da musst du wieder neu drehen. Didi, das brennt gerade. Ja, Didi, das brennt. Du darfst aber nicht so weit nach hinten, dann kippst du da hinten über, ne? Jo, jetzt ist vorbei mit Brennen, jetzt ist Schluss mit uns. Jetzt wollen wir gleich mal gucken. Oh, ist kalt. Oh, Junge, Gummi, Junge. Das ist Qualität. Was machst du da? Das ist Qualität, Junge. Jo. Und was willst du jetzt machen? Dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Achso, jetzt soll ich heißen Stahl und heißen Stahl anpacken. Oder? Schlüssel? Nee, das mache ich schon. Didi. Ja. Ich hatte einen an der Klatsche oder was? So, jetzt. Weißt du, wie das liegt? Schlüssel draufsetzen? Ja. So, ich setze oben drauf und jetzt machst du nochmal hin. Hast du? Da hinten von dem Kopf, ja. Der bewegt sich? Ja, das soll ich ja. Jetzt kommt er, siehst du? Wieder los, umso lassen. Ja, wieder wieder umsetzen, warte. Ja, du musst die Schraube nehmen. Ja, ich weiß. Wieder umsetzen. Ja, oh, Alter, ich kriege eine Vergiftung. Ja, warte, das ist nicht einfach. Das kenne ich, das habe ich früher auch schon durchgemacht. Du hast doch früher noch nichts gemacht. Cool, ich kann nicht mein Kanal ziehen, meine Schweißung. Du hast die Werkstatt von deinem Vater angezündet. Ja, das habe ich auch gemacht. Alter, fing das drauf. Oh, Didi und Wilke. Das ist wie Bibi und Tina. Jetzt muss ich mal Tor. Mit Didi und Wilke. Auf dem Manta. Sven, kannst du gucken, ob der Stoßdämpfer sich unten mitdreht? Und nimm das Ding da runter! Der wackelt hin und her. Wackelt nur? Sag mal, warum nehmen wir keine Knarre dafür? Nee, das geht ja nicht, weil auch nimm das jetzt den Maus. Das geht doch auch mit der Knarre. Wir müssen da jetzt mal hoch runter nehmen. Nein, nee, ich schütze doch jetzt auf einmal um von der anderen Seite nehmen. So, und dann machen wir mal. Ich kann doch viel schneller wechseln. Ich weiß, wie heiß das Ding ist. Ja. Der muss ja mal abkühlen. Nein, das kann nicht. Oh, fuck! Der muss. Hier, nimm mal eine Hand. Ja, nimm mal, zieh mal Handschuhe aus. Ja, greif mal einmal so ganz schnell rein. Lecker. Das ist gut heiß, ne? Komm mal her. Der ist heiß. Zieh mal Handschuhe aus. Guck mal hin. Ich mach nur ganz kurz. Alter. Mach ganz kurz so hier. Bist du blöd oder was? Ich mach nur ganz kurz. Bist du bescheuert oder was? Und voll auf die Ader. Bist du eigentlich? Der hat mir so die Hand hier, meine ganze Hand in der Wohnung. Wo das denn? Guck mal hier, das hätte voll platzen können. Das ist Dreck. Das ist kein Dreck. Hier platzt gleich der Arsch, ich werde hier verrückt. Didi sagt zu mir, nimm doch die andere Seite, ich soll die anpacken. Ja, genau. Das Ding ist brühend heiß. Ja, toll. So, komm. Ich bin jetzt sicher. Warte mal, ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Gib mir mal deinen Schlüssel. Alter, ist das Ding heiß. Super. Wenn er mit diesem kleinen Ding hier
die oberste Mutter greifen kann, um gehen zu halten, dann willst du auch mit der Knarre gehen, oder nicht? Warum? Das ist keine Mutter. Jetzt noch ein halbes Jahr. Ich bin doch viel zu korpulent. Das ist, als würdest du den Mount Everest in einen Schuhkarton reindrücken. So ist das hier gerade. Geht das, Didi? Ja. Kurz, das war 3 Sekunden. Nee, da war ich nicht kurz. Trotzdem kann er einen Timecode draufsetzen und gucken, wie lange nicht. Das brennt immer. Man muss auch mal für die Wissenschaft muss man auch mal Opfer bringen, Torben. Und die Wissenschaft ist nicht, dreimal die Woche beim Dönermann deines Vertrauens bestellen und dieselbe Pizza probieren, ob sie irgendwann mal vergiftet ist. Hab ich. Kann ich den Ding auch einfach drehen? Warte mal. Ich kann den doch drehen, halt doch oben gegen. Nee, das gibt keinen Sinn, ne? Ja, also muss ich nochmal oben dasselbe machen. Ja, oben kann ich gerne noch eine Schüssel drauf. Wir sind so weit los, haben wir. Wir haben jetzt schon so weit los, jetzt komme ich aber noch nicht mal mit dem Schlüssel drauf. Mach doch einfach den Pilzen in Dienstweg Zabok. Der steht da vorne an der Atze am Rumpen. Ja, kannst du mal ganz kurz rüber, gut? Guck mal, wir haben die Schaufel jetzt so weit los. Da kann ich ja mit kleinen Mutter nicht mehr gehen. Aber der dreht trotzdem noch mit. Die kleine Mutter, die haben die Schlüssel so weit los. Dann dreht aber trotzdem noch mit. Torben, drück mal den Stoßdämpfer von hinten runter. Ja, hoch. Jetzt kommt er. Deswegen ist Zabok auch so ein drahtigen Aal, damit er da überall zwischenkommt. Die gehen nicht mit unseren voluminösen Körpern. Ja, du musst wahrscheinlich eine Wasserbombe haben, ne? Zabok! Da kannst du mit dem Finger jetzt noch überreden. Hier! Zabok! Brauchen wir die Teile noch? Brauchen wir die 2 Teile hier noch? Doch, die wollen. Schaut euch das an, liebe Leute, wir haben schon wieder was geschafft. Und Bomben rutscht aus gegen die Gasbuddel und wieder Peng. Hier, wie in der Teilberg, wo auch immer du das lagerst. Das Ding ist schon. Wo ist eigentlich unser Lager hier? Wo sind eigentlich die ganzen Ersatzteile? Die sind noch bei mir. Warte mal, jetzt im Ernst? Ja. Sie sind noch. Die ganzen Ersatzteile sind immer noch in der alten Werkstatt. Ja, stehen noch trocken, oder? Seit wann sind wir hier? Eine Woche? Nee, Quatsch. 6, 7 Wochen. Wir müssen die Sachen immer herkommen. Das habe ich die schon dreimal gemacht. Da gehen die Leute rein und raus in einer anderen Werkstatt. Der neue Motor ist da immer noch. Ich habe dich dreimal gefragt. Ja, mindestens. Und ich habe dreimal Ja gesagt. Das heißt, du hast keine Zeit. Hattest du keine Zeit? Also, wie sind hier? Ja, du sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa zu stinken und hast keine Zeit. Der Motor kommt hierher. Das ist mir scheißegal. Wo ist das Getriebe? Auch da hinten. So, wir haben das jetzt hier komplett auseinander. Was sagst du da jetzt von, wenn man jetzt nachher das wieder zusammenbaut, dann hat man dann gleich ein schönes Fahrwerk, also ein bisschen ein härteres Fahrwerk. Oder bringt das nichts? Ist der Motor zu schwach dafür mit? Ja, kann man machen. 75 PS. Ein bisschen, auch ein bisschen tiefer liegt. Muss auch ein bisschen Gewicht drauf, ne? Ich habe eine organisatorische Frage. Ja. Wo kommt das ganze Werkzeug eigentlich hier auf einmal? Welches Werkzeug? Die Schraubenschlüssel, Knarren. Richtig. Von Matti. Nee, wo kommt das her? Ja, von Matti. Haben wir das mal ausgeliehen. Also, haben wir nicht auch was von meinem Geld gekauft? Ja, das ist. Wir haben von meinem Geld das Werkzeug gekauft. Ja, aber doch. Das. Aber ich war jetzt ja wirklich 4 Wochen nicht hier. Ich frage das nur jetzt aus Anstand. Wo ist die ganze Sache? Ja, das Werkzeug ist doch wieder. Ja, aber es liegt ja überall rum. Also wir müssen ja ein bisschen. Aber das Werkzeug. Aber das ist ja, wir schimpfen immer über Udo beim Sportplatz. Weil Udo ist genauso. Ja. Aber wir kriegen es selber hier nicht hin. Guck mal hier. Ja, aber man legt das doch zurück, benutzt und zurücklegen. Ja, aber das können wir im Moment noch nicht, weil wir noch gar nicht. Wie, das können wir im Moment noch nicht? Weil wir unsere Regale noch. Du hast jetzt gerade, du hast hier am Manta gearbeitet, mitkommen. So, ich guck da jetzt rein. Wicke. Nee, die nichts sagen, guck da mal rein. Ja. Da unten. Nee, die geh aus dem Bild, du willst dich jetzt nur rausreden. Hier. Hier oben. Wo gehört dieses Schraubenzug? Ja, das brauchen wir auch, ja. Wo gehört die Schraubenzug? Ich sag mal hin. Wozu? Das kann ich dir sagen. Die sind grün und die gehören auf jeden Fall zur Achse. Wenn du jetzt Manta gesagt hättest, hätte ich die hier vor allen Leuten aus dem Leben geboxt. So, jetzt gucke ich hier zur Achse. Schrubbscheibe drin, hier ist noch so ein Aufsatz. Ja, das brauchen 2 Schraubenschlüssel. Guck mal, aber das muss man doch mal zurücklegen. Ja, aber wir brauchen das doch alles. Und ihr wundert euch, dass Udo sich immer aufregt. Nein. So, jetzt suchst du zufällig hier deine Multispray-Allzweckwaffe. Ja, guck mal. Bist ein halbes Jahr am Suchen. Ja, und das ist damit leer. Du hast gerade das halbe Dorf fast in die Luft gehabt. Guck mal, es liegt hier alles rum. Und da kannst du dich auch mal bemühen, Kümmerer. Ich hab das. Du sitzt die ganze Zeit da vorne auf dem Stuhl, aber am TikTok. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, wir müssen hier noch Regalien haben. Das war ja noch hin. Jetzt, das Radio ist unwichtig. Ich habe bestimmt 10-mal in die Gruppe geschrieben,
Wir müssen hier aufräumen und Ordnung machen. Das ist so. Das können wir schwarz auf weiß nachweisen. Wir haben da auch und die, ja, wir haben das hier zusammengefickt. Das ganze Werkzeug, das liegt hier quer verteilt. Ja, aber du kannst ja nichts hier arbeiten. Kümmerer, Arbeitsauftrag, dir mal einen Tag, 2 Stunden Zeit nehmen, herkommen, mit Ruhe. Die, die dich mitnehmen, deswegen mit Ruhe. Und dass sie ein bisschen so, weißt du? Weil es macht ja Bock hier zu schrauben, aber wir lassen ja alles, wir können nicht über Udo schimpfen und selber lassen wir alles nee, pass auf, aber wir haben ja auch hier, du musst dich mal rausnehmen. Hier ist auch ein kleiner Lager, ne? Hier ist ein kleiner Lager. Hier, kleines Lager, hier, hast du dich letzte Woche aufgeregt mit den Worten, meine Frau hat wieder die leeren Pfandflaschen im Kofferraum stehen lassen? Nee. Doch. Doch. Ja. Das geht's nicht, Lori hat wieder die Pfandflaschen bekommen. Das ist aber mein Gehirn wieder, das ist verschwunden. Wir müssen ein bisschen in Ordnung kriegen. So, nächstes. Hier, die kommen. Zauber, ich hab dich abgerissen, kannst du das Loch kriegen. Das ist Kleber, das ist spezial. Guck mal, der war da in den Kofferraum von dem Manta, ne? Da wollte ich den da hochreißen, da hab ich den abgerissen. Da guck hier mal an. Was das für ein Zeug ist. Okay, das ist das hier. Kriegst du den wieder zugange? Ja, nee, den nicht mehr, den kannst du wegschmeißen. Da war der weg, hier. Aber den hättest du nicht wegschmeißen brauchen, ne? Ja, hätte man vielleicht nicht, aber Clip muss Zabok empfangen. Clip? Also, was soll ich Zabok wie fragen? Ist das, Firma Würth, ist das? Vielleicht können die uns aber ein paar Tuben spenden, das wäre doch geil. Für den Manta. Klebt und dicht. Oh, das wäre doch Qualität, wenn die das machen würden. So weit würde ich, man brauchen ja keine 10.000 Tuben sein, können ja auch irgendwie 20 sein. Das wäre auch schön. Der Qualität. Und ich mache ein bisschen Werbung vor. Er stapelt klein. Ja, man braucht ja nicht gleich über. So, Didi, du hast unten dein Deo stehen lassen. Genau, das kommt auch noch in den Kofferraum. Das ist das beste Beispiel hier, dieser Tisch. Dieser Tisch ist... Und ich muss dazu sagen, ich müsste mir das Video angucken, was wir überhaupt gekauft haben, um das alles nochmal hier wieder... Ja, aber hier noch, der sieht ja für mich brandneu aus. Ja, aber das ist ja schon mal nicht unser. Aber weißt du das? Ha? Das ist Mattis. Ja, dann müssen wir da noch besser mit umgehen. Ja, das gehört doch nicht uns. Ja. Wenn das kaputt ist und weg ist, wer darf es wieder bezahlen? Wilke. Und wer kriegt wieder Ärger? Wilke. Und wer kriegt keinen Ärger? Didi und Torben. Aber wir haben uns das sogar ausgeliehen. Ja, aber das heißt doch gerade dann müssen wir doch eben ein bisschen vernünftig damit umgehen. Da gehen wir doch, weil dieser Schlüssel, guck mal, wie schön komplett der war. Und der, ja, wie komplett der war. Wie komplett der war, Didi. Und die anderen Schlüssel, die liegen hier im Mann. Weißt du, wie das ist? Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe ja auch meine Ausbildung gemacht. Ja. Und dann kam der Chef, weil ich habe Fachkraft für Lagerlogistik angefangen. 2 Jahre, hatte am Ende keinen Bock mehr. Da habe ich dann den ganzen Tag gearbeitet und irgendwann kam der Chef und lief von Baustelle zu Baustelle, wo ich dann gerade auf dem Lager am Arbeiten war und konnte alles kommentieren, wie ich gerade. Und aus dem Hintergrund kam ich, wie du. Das war aber weil, das habe ich aber weil, ja aber das ist weil. Weißt du, so fühle ich mich gerade. Aber wir müssen den Mattis Zeug, das gehört nicht uns. Genau, das weiß ich wohl. Aber guck mal, wie schön man den Gift machen kann. Das ist auch Qualität. Ist dann auch leichter zu tragen, weil die Hälfte fehlt. Ja, nee, aber die Schlüssel sind alle. Und wenn wir dann mit dem Manta nach Frankreich fahren, dann liegt die Hälfte von Mattis Equipment noch bei unserem Manta. Ja. Fest verbraucht. Also ich muss ja nichts dazu sagen. Es ist ja so, es ist ja hier so, das muss man ja auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Man findet ja kaum Sachen, über die man sich hier aufregen könnte. Vielleicht. Die 50er Jahre Schränke, die da vorne stehen, warum auch immer, das ganze Holz, das hier steht, das Werkzeug, was man nicht wiederfindet. Also man kann sich hier kaum aufregen, jetzt wirklich. Und das sind ja auch schöne Energie. Mir wurde doch ein Sofa versprochen. Anstatt ein Sofa kriege ich Schränke. Ihr sagt da nichts zu. Es fällt niemandem auf, dass der neu gekaufte Motor nicht hier ist. Es fällt niemandem auf, dass das Getriebe nicht da ist. Die ganzen Ersatzteile nicht da sind. Aber wir haben feine Sortierkisten. Ja, 2 Stück. Du hattest mal 3. Die hat... Ja. Aber Sortierkisten bringen auch nichts, wenn sie nicht sortiert sind. So, aber da kann man ja schön beschreiben. Ja, das kann man, aber wir machen es ja nicht. Doch. Ich mach das jetzt. Was ist denn jetzt mit den Ersatzteilen? Die müssen doch auch mal lackiert werden, oder nicht? Die Türen und so. Wollen wir da nicht mal auf freigeben? Da. Der lässt auf. Nein, halt. Das können die Zuschauer jetzt auch mal gerne in den Kommentaren schreiben, dass du nachlässt. Wieso? Du lässt auch alles, nach. Ich habe mit Zabok das abgesprochen. Ja, aber du lässt auch ein bisschen nach. Ich habe keine Zeit gehabt. Wie kann das eigentlich so weit kommen, dass ich hier der Einzige bin, der vernünftig denkt? Eigentlich bin ich doch derjenige, der nicht vernünftig denkt. Aber du der Größte, du hast den größten Kopf von uns. Du bist der Größte. Wir waren ja auch immer am Arbeiten, als wir hier waren. Ja. Du siehst auch, was hier alles passiert. Der Einzige, der immer am Arbeiten ist, Zabok.
zerlegt hier die Bremstrommel. Die Bremsbacken raus, dass wir die Achse lackieren können. Und vernünftig sauber machen. Das ist komplett abgedichtet werden, neue Buchsen rein. Damit das auch wieder top ist. Ich glaube, heute stirbt einer. Was hast du? Heute stirbt einer. Du musst den hier. Weiß ich da jetzt nicht, ich kann das auch. So, Sabok, das ist eine Frage. Dann müssen wir da einen Federspanner für haben, dass man die Feder zusammenspannt. Eigentlich wohl. Also wegen der Sicherheit. Also wenn man das jetzt hier losschauen würde, wenn er nach unten wegfahren würde, dann würde die Feder rausfliegen. Und das ist jetzt so viel Power. Ich weiß nicht, wie die Power hier drauf sitzt, ne? Aber wenn die Feder jetzt, wollen wir sagen, wir lassen die mal wegfliegen, die Feder fliegt in die Tür, wenn ich die Tür kaputt bringe. Ja, aber du bist ja auch in der Nähe, ne? Ja, du kannst auch schon, ja. Also muss man Federspanner besorgen. Kannst du die mitbringen von der Arbeit? Ich war zu Hause. Ach, sogar zu Hause? Das ist noch besser. Dann können wir die Feder schon spannen, dann lösen wir das hier, weil das ist schon gefährlich. Das ist wirklich so. Man muss sich vorstellen, diese Gummis, die da drin sind, das muss auch alles neu. Ja, die sind so porös. Ja, das ist alles alt und porös. Weißt du, dass man das alles kriegen kann? Ja. Ja. Nicht, dass wir nachher selber Gummis anfertigen müssen. Ich meine, ich habe ja schon mal in der Gummifabrik gearbeitet. Aber so für Autoteile, Trelle braucht man Autoteile. Machen die auch, aber ich glaube mehr für neuere Autos. Hast du in der Gummifabrik gearbeitet? Für Dichtungswerk. Dichtung gemacht. Ja, du hast Kondome gemacht. Kondome, ja. Das wäre Qualität gewesen. Da wären überall Löcher da gewesen, weißt du? Da muss man, ja, man muss Kinder. Kinder ohne Kinder läuft nichts. Die Zukunft. Hier muss weitergehen. Ja? Weißt du, früher, als wir hier, da hatten wir immer so große Treckerreifen, da sind wir da drauf gegangen und da haben wir da drauf gerollt, so, weißt du? Das kannst du bei diesem natürlich jetzt nicht machen, die sind ein bisschen zu schmal, da haben wir so mal so große Treckerreifen gegangen. Oh, ich hab da nicht ein Auto. Oh, die Flaschen hier. Hau jetzt von der Seite davor, damit er sich hier in der Mitte, wenn er rostet, sitzt, dass ich das löse. Ha! Manta! Manta! Da habe ich aber Zunder gegeben. Alles, was ich für Power. Immer drauf, drauf, drauf. Ich habe mir so ein Bild vorgestellt, weißt du, drauf. Da geht er. Das ist das riesige Tor. Bring mich da los! Das, so kann man das sagen, das hast du gut gesagt. Ja, das ist Qualität. Soll ich eigentlich schon mal eine neue Achse bestellen, oder? Nee, da brauchst du, die ist top. Das Einzige, was wir haben müssen, ist diese Gummilagerung, aber die Achse, die ist top. Geht das ja schon. Hier, guck mal hin, das ist ein Lenkgetriebe. Ja, er kommt. Sag, dann zahlt auch der Power. So, was sitzt da drin? So eine Gummi? Und da kommt hier die Stabilstange durch und dann wird das mit der Schraube festgezogen. Guck mal, und die sitzt seit 1974, ist das Gummi da drin. Da muss man sich mal vorstellen. Das muss ja auch alles ganz schön sauber gemacht werden, nicht? Wenn die da wieder reinkommen hier. Das muss ich ja warten. Da muss ich das ja machen. Schmiegeln oder irgendwie mit Sand schreiben oder was? Nee, wir haben ja die Topfbürsten. Ja, was geht wohl, meinst du? Oh ja, guck mal hier, das passt ja so schön, nicht? Hier, guck mal hin. Die passen da genau rein. Oh, das ist ja Wahnsinn, ne? Da wird wirklich sich freuen, dann hat er gut was zu tun. Wenn er das alles sauber machen muss, dann ist das irgendwie vorbei. Den hat man eben ja gesehen, er war ja ein bisschen mehr aufräumen, Werkzeug. So, dann kann er hier, wenn er die Achse da hat, dann hat er richtig Spaß, dann kann er richtig Gas geben. Heute haben wir gemacht, die Achsen auseinandergebaut, hinten, vorne und die Stoßdämpfer rausgebaut noch. Das haben wir heute gemacht. Also sehr viel Arbeit, aber wir haben es geschafft. Die Federn, da müssen wir noch Federspanner verhaben, dass die rauskommen vorne, weil das können wir so nicht lösen, wenn die Feder, die hat so viel Druck, wenn die wegfliegt und die kriegt einer ab oder so, da bringt Zabak aber Spanner für mit, die hat er. Das ist Qualität. Und nun kommen wir zum Fuscher der Woche. Du weißt das. Du vergisst es auch nicht, ne?
Bumm, da ist er. Die Fuscher der Woche sind, könnt ihr hier schön unten lesen, in der Zeile, meldet euch bei der E-Mail-Adresse, die auch hier unten steht. Das ist Qualität. Und alle weiteren Informationen stehen in der Videobeschreibung. Dieses Mal gibt es wieder ein Shirt, schön in Weinrot, und ein Hoodie. Guckt euch das mal an, auch schön in Weinrot. Das guckt euch mal an. Schreibt dafür in die Kommentare Didi on fire. Und eure Größe. XL oder L, was ihr habt. Tschüss.